Hallo und willkommen zurück zu Pokémon Feuerrot. So, wir stehen vor dem Bärenforst und müssen Irma finden. Dann schauen wir mal, wo die oder der oder das sich versteckt hat. Ich hoffe, das ist immer noch ein Ditto, aber ich bin mir nicht mehr so sicher. Hier soll es angeblich auch spuken. Ganz, ganz gruselig und es fängt schon sehr gruselig an. Wann hab ich denn Owei gefangen? Ah, bestimmt in der Safari-Zone oder so. Es leuchtet dunkel in der Erinnerung. So ganz viele Zerschneider kann man hier einsetzen, wenn man nicht durchs Gras stapfen will. Ich bin mal interessiert, was mich hier angreift. Ein Myrampler. Das können wir uns doch gar nicht leisten. Ich hätte auch Hyperbälle nachkaufen sollen. 20 Stück haben wir noch. Das reicht ja für kaum was. Vor allem, wenn uns mal ein zufälliges, legendäres Pokémon erwartet, dann wird es ein bisschen schwer. Oh, ein Duflor. Ich Flor, du Flor, er sie es Flor. Was magst du, Schlitzer? Ist doch gar nicht so schlimm. Tut nur ein bisschen weh. Tat zu viel weh. Scheiße. Ich wollte dich doch fangen. Ja, nicht gut mit dem Glurak, das Feine nicht schwächen kann und nur auf Vollpower ausgelegt ist. Versuchen, schwache Pokémon zu fangen. Oh, ein Tauboga. Haben wir auch schon, das ist klar. Flucht. Ich glaube, das hätten wir fangen können und dann hätte sich sofort weiterentwickelt zu Taubos. Das wäre ja auch was gewesen. So, was? Traumato, dich habe ich noch nicht gefangen. Ich habe doch einen Witz über dich gemacht, dass du so aussiehst wie ich. Egal, Flügel. Das war vielleicht auch zu viel. Ups. Upsi. Macht nix. Allein für die Erfahrung war es das wert. Und wenn es nicht unsere Erfahrung ist, sondern das vom Traumato, damit es uns nicht mehr angreift. Jo, fliehen vor dieser furchtbaren Pflanze, die eigentlich ganz putzig ist. Bin ich da unten nicht reingekommen? Ich habe keine Ahnung. Ja. Auf jeden Fall surfen wir unter das Wasser. Was ist hier? Nimm dich vor wilden Pokémon, die Bären lieben, in Acht. Ich dachte, ich soll mich generell vor wilden Pokémon in Acht nehmen. Ist das Irma? Ja, ist sie. Wimmer. Schnief. Oh, hilf mir bitte. Ein angsteinflößendes Pokémon ist dort vor kurzem aufgetaucht. Es war so gruselig. Es hat Irma Angst gemacht. Du redest von dir selbst in der dritten Person? Ich bin zu verängstigt, um mich zu bewegen. Aber ich möchte nach Hause gehen. Oh, hier ist es wieder. Nein, verschwinde, es macht mir Angst. Wieder Hilfe-Button. Ich will schon meinen Papa. Was greift uns denn hier schon wieder an? Ein Hypno. Die kann ich auch nicht leiden. Hyperball, dann Spermas. Hinter Schloss und Riegel, dann muss ich Irma keine Gedanken mehr machen. Komm schon, auf Anhieb. Lass mich dich nicht erschwächen müssen. Ach, schade. Oh, nee. Ich wusste nicht, dass du mich auch vergiftest. Arsch. Ja, natürlich wurde ich durchs Gift verletzt. Vertrag ich generell nicht so. Probieren wir das Gleiche nochmal. Ansonsten rächen wir uns mit Flammenwurf. Ja! Ja, sehr schön. Neuer Pokédex-Eintrag, her damit. Nix anderes. Es trägt ein Pendel. Man berichtet von einem Vorfall, bei dem es ein Kind mitnahm, das es zuvor hypnotisierte. Oh, das ist nicht gut. Kommt sofort in die FBI-Akte, Mr. Hypno. Oh, das war so gruselig. Dankeschön. Irma wollte hier Beeren pflücken. Das ist für dich. Japa-Beere. Danke. Wie heißt du? Irma ist so verängstigt. Bringst du mich nach Hause? Okay, lass uns nach Hause gehen. Du hast also Irma gerettet. Wie kann ich dir danken? Irma, Schnuckepuck, verzeih mir. Papsi wusste nicht, dass du Angst und Probleme hattest. Ist schon gut, Papsi. Ich hab mich mit Lukas angefreundet. Ja, gut. Oh, was ist das? Das ist für mich? Woher wusstest du, dass ich seltene Gesteine liebe? Du weißt, wie man einen Kerl glücklich macht und ob ich das weiß.
Okay, Meteoriten hat er erhalten. Oh, das ist von Bill. Richte ihm meinen Dank aus. Du warst einfach fantastisch. Das ist für dich. Oh, ein Mondstein. Die Firma dankt. Na gut, auf zu Bill, dass der mir die Rechnung begleicht. Pokémon. Oh, ich bin vergiftet. Ah, wenn ich fliege, lande ich ja eh vorm Pokécenter. Und Bill ist im Pokécenter. Wir werden schon irgendwie schaffen, die Vergiftung loszuwerden von Glurak. So, da müssen wir jetzt nicht extra einen Zwischenschritt einlegen. Na, da sind sie fertig, aber ich muss erstmal hier diesen schönen Vergiftungseffekt loswerden. Ich mag diese Animation sehr, auch wenn sie lange ist. Das ist Nostalgie pur. Oh, hallo Lukas. Was hat dich aufgehalten? Hast du dich amüsiert? Wir haben es geschafft. Die PCs laufen wieder. Das haben wir unglaublich schnell erledigen können. Bill ist so wunderbar. Nein, es gab für mich nicht mehr viel zu tun. Celio, das muss ich dir lassen. Du hast viel gelernt. Oh, wirklich? Nun, da hast du es. Meine Arbeit ist getan. Wir können zurück nach Kanto. Wir sehen uns. Also, Celio, wir sehen uns. Lukas, es tut mir leid, dass wir dich heute weggeschickt haben. Ich verspreche, dass ich dir die Gegend ein andermal zeige. Schon in Ordnung. Zurück nach Kanto. Oh, wird gar nicht gefragt. Na gut. Das war eine lange Fahrt, oder? Mein Kamerad Celio scheint deine Gegenwart genossen zu haben. Ich bin sicher, er würde dich gern erneut willkommen heißen. Wenn du den Tripass hast, kannst du jederzeit mit der Fähre von Orania City zu ihm fahren. Danke für die Begleitung. Gern geschehen. Wo willst du eigentlich hin da unten? Ist der Arsch einfach verschwunden? So, Arena wurde besiegt und Pokémon-Fossilien. Irgendwas haben wir doch bestimmt bekommen. Ja, ich muss höchstwahrscheinlich eins ablegen, sonst kann ich das neue nicht aufnehmen. Ich glaube, da wird erstmal das, weiß ich nicht dran glauben. Bewegen. Was braucht man denn am wenigsten im Team? Leider das Lapras, aber das hat einen EP-Teiler. Das Arctos vielleicht? Nee, wenn Kevin mich angreift, ist das Arctos schon praktisch. Ein gutes Lapras wäre auch nice. Nidoking kann alles. Was haben wir denn wirklich gegen Wasser? Nix. Ach, die Qual der Wahl. Das tut mir jetzt leid. Fliegen müssen wir einem der Legendären beibringen. Hilft hier gerade nichts. Kann man ja wieder verlernen. So, das passt. Ich glaube, Arctos muss dran glauben. Beutel. VM, VM, VM. Öffnen. Fliegen auf jeden Fall. Ja, ja. Arctos wird das schon irgendwie schaffen. Welche Attacke soll vergessen werden? Agilität. Warum nicht? Ja. Hast auch mal eine nützliche Attacke. Fliegen ist gar nicht so schlecht. Bisschen blöd, dass man die nicht automatisch verlernen kann, aber was soll's. Irgendwie ein komisches Konzept, das überhaupt sich so überlegt zu haben. Was weiß ich. Ich bin ja nicht vor 20, 25 Jahren draufgekommen, wie das hier zu entwickeln ist. Die werden sich schon ein Gameplay-Element überlegt haben, dass das ein bisschen anspruchsvoller macht. So, hier ist aber nicht der Typ, der klont. War der ganz hinten im Büro? Oh, da gibt's ja so viele Türen. Du bist doch ein Kloner. Ja, anscheinend nicht. Na gut, muss leicht zu finden sein. Dann wahrscheinlich das Eckbüro tatsächlich. Ja, da steht er an seiner Maschine. Wo warst du? Wir haben dein Fossil wiederbelebt. Ein Ammonitas, ganz wie ich es vermutet habe. Sehr schön, dankeschön. Nein, kein Spitzname. Und kein Pokédex-Eintrag automatisch dafür. Schade. Ich mag das, das ist schon ein cooler Geselle hier. Was kannst du? Panzerschutz und Umklammerung. Dann können wir uns nach der Folge umarmen. So, dann wartet Arena Nummer 8 auf uns.
sobald wir hier draußen sind. Und dann will Kevin wahrscheinlich auch noch aufs Maul. Aber wir sind gerüstet mit unserem Zapdos. So, wir können entweder hier hochschwimmen, wir können auch nach Alabastia bzw. in Verdania City fliegen. Das ist der Nachteil. Ich nehme an einem Triathlon teil. Gut, den Schwimmpart hast du schon erfolgreich gemeistert. Ein Stern, du. Von Oswald. Na gut, ich habe einen Glurak von mir. Wir haben einen Schlitzer von meinem Glurak. Reicht? Ja. Ja, das war ja gar keine Frage mehr. Lapras Level 35. Und ein Chillok. Lapras hat halt keine Weiterentwicklung. Das wäre auch mal cool zu sehen, aber Lapras ist eigentlich so, wie es ist, perfekt. Was will man da weiterentwickeln? Schwierige Frage. Vielleicht gibt es mal Fanart davon. Müsste ich mir mal anschauen. Gibt viele kreative Menschen, die da ordentlich was zeichnen können. Nein, kein Tintacher. Was willst du, Kollege? Ich mag keine Quallen. Deswegen fällt es mir tatsächlich schwer, ins Meer zu gehen. Ich will euch Schwimmer nicht unnötiges Leid zufügen. Deswegen, Herr Angler, würde ich's Geld brauchen, wäre das das eine, aber ich brauche höchstens den Arena-Orden. Ich weich dir aus, du Arsch. So, na gut, das war lang genug. Ohne wilde Begegnung. Auf Level 11. Nee, schick mal deinen Vater vorbei. So ein Tentoxer ist wieder annähernd cool. Gruselig, aber cool. Ja. Oh, was haben wir hier denn für Viecher drin? Sag nicht Taubsi. Ein Tangela. Tangela Merkel. Könnte man eigentlich Fang und Merkel nennen. Nee, das ist mir den Witz nicht wert. Beim nächsten Mal vielleicht. Was steckt sonst noch? Oh, haben dich doch schon. Muss doch irgendwas Neues geben. Oh, ich schau gerade rüber zu meinen Hasen und Tomatensauce, also so heißt das Männchen, liegt echt entspannt da. Muss mal hier auch nach den Videos, mache ich ja für den Abspann immer einen Clip von dem Hasen. Das war bis jetzt nur der eine Clip. Ich habe noch so viele Videos, die muss ich mal da irgendwie auf Clip-Format bringen. Könnt ihr ja mehr von denen sehen. Sind süße Tiere. Manchmal. Manchmal auch nicht. Vor allem Nudel ist ein bisschen aggro manchmal. Ja, das ist in Ordnung. Sei ihr verziehen. Und die isst genauso gerne wie ich. Das ist faszinierend, wie viel in so einen Hasen reinpasst. Er wird auch schon ein bisschen dicker. Ah, dann wird auch gemotzt, wenn man keine hier Erbsenchips bekommt. Man kann es nicht recht machen. So, vielleicht tue ich die auf die nächsten Endscreens. Mal schauen. So, hier haben wir doch noch eine Arena. Der Arena-Leiter von Verdania City ist zurück. Ja, das hoffe ich doch. Was hat der eigentlich für Pokémon? Wie geht's unseren Pokémon? Bestens. Na wunderbar. Ach, das war die Arena, da muss man wieder so viel denken. Ich bin der Karate-König. Ich besiegle dein Schicksal. Ich würde mal die Fresse nicht so voll nehmen. Wieder so ein Typ mit einer Unterhose auf dem Schädel. Das Bandana bringt dir nichts. Und ein elaboriertes Stirnband. Flügelschlag. Mit Maschok machst mir keine Angst. Ja. Ist nämlich sehr effektiv, wie wir alle inzwischen wissen. Und ein Macholo. Ich glaub's hier nicht. Wäre mal schön, Geowatz hier zu sehen oder ein Maschok. Kein Maschok, ein Machomai. Ja, das wird uns eventuell, ja, vielleicht immer im Kampf mit dem Arena-Leiter. Könnte sein, dass er ein Machomai hat. Ich will nicht was Falsches versprechen. Aber ich meine, mich irgendwie dunkel dran zu erinnern. So, sehr effektiv, wunderbar. Tschüss. Ja, her damit. Vor allem her mit dem Geld.
Oh, nur 1800 trotz Münzamulett. Mensch, Karate ist eine brotlose Kunst. Oh, da sind Astrainer. Oder wie ich sie gerne nenne, Arschtrainer. Obwohl die Astrainer haben Kohle wie Heu. Hehe, so langsam geht dir die Luft aus. Nein. Muss bis jetzt keine Treppen laufen. Oh, du hast 5 Pokémon. Das will ich mir aber auch gut bezahlen lassen. Sandama, was hilft? Flügelschlag wahrscheinlich nicht. Geht so. Nein, setze einfach Schlitzer ein. Du Arsch. Ach, du kannst doch keinen Hypertrank einsetzen. Spiel mal fair, Kollege. Will anscheinend nicht fair spielen. So, nochmal. Jetzt rufst du den Arsch auch noch zurück? Georock, ja, da bringt's gar nichts. Ja, wusste ich, so. Flammenwurf, auch nicht effektiv, aber wird zumindest vernichten. Das ist das Gute am Flammenwurf. Wenn man so ein hohes Glurak hat. So ein hohes Tier vom Level her. Ein Onix. Wechseln wir doch mal auf Arktos. Ich hoffe, das kann eine Wasserattacke. Es war ein Eisvogel. Soll es aber nicht davon abhalten, mal was zu können. Weißnebel, Fliegen, Eisstrahl. Ach, das ist doch alles scheiße. Eisstrahl. Bringt's was? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube... Ja. Ist ja praktisch gefrorenes Wasser, das Eis. So, ein Georock. Nee, werde ich nicht wechseln. Ach, Arktus hat hier diesen dämonischen roten Blick. Der hat es definitiv auf meine Feinde abgesehen und das ist herrlich. Ja, da staunst du was. Und ein Sandama, das schon. Na, ist es das, was wir... Ja, das haben wir angefragt. Und jetzt haben wir es komplett vernichtet. Jetzt hat er nur noch ein Sandama-Stieleis, wenn wir das richtig gemacht haben. Und ein Knogger. Nö, Eisstrahl hat sich bewährt, das machen wir weiterhin. So, und dann kriege ich hoffentlich hier meine 8000 Kröten von dem Astrainer-Kampf. Yay, Level 36. Mir gehen die Pokémon aus. 2700 nur. Du nennst dich Astrainer und bist ein Arschtrainer. Der Stil zeichnet einen großen Kämpfer aus. Dann zeig mal deinen Stil. Verlieren mit Stil, das klingt doch gut. Du hast einen Knogger. Ich habe einen Glurak. Wer wird da gewinnen? Ich. Garantiert. Aber auch beim ersten Mal. Da war ich mir nicht ganz sicher. So, ein Rihorn. Ja, was soll's. Arktos, wofür haben wir dich im Inventar? Könnt natürlich auch das Lapras aussenden, aber das wird ordentlich auf den Sack bekommen. Das ist noch ein bisschen zu jung, um in der realen Welt zu kämpfen. Erst Level 36. Rihorn hätte ihm da ordentlich was gesagt. Das ist ja schön. Sterb doch mal schneller. Noch ein Knogger. Ach nee, ich wollte jetzt auf Lapras wechseln. Das macht man vielleicht, wenn das auf Level 38 ist. Oder mal im Arena-Leiterkampf. Oder wenn hier der Eisstrahl ausgeht. Davon haben wir nur noch begrenzt viele. Hätte man vielleicht für einen Arena-Leiter aufheben sollen. So, Nidorina, Pokémon wechseln, ja, Glurak. Das schreit doch nach Flammenwurf. Zumindest ich höre Flammenwurf in meinem Kopf. Und bitte vergift mich nicht. Ich halte extra Abstand, mindestens 1,5 Meter. Sehr gut. Nidoqueen auch noch. Mensch, du hast ja an alles gedacht. Flammenwurf wird kaum reichen. Da hätte man die wie auch immer nennen. Oh, hat gereicht. Ich habe nichts gesagt.
Ich habe den Halt verloren. Ja, sieht so aus. Und Geld hast du auch nicht. So. Ah, hey, das ist der Team Rocket Boss. Stimmt, Giovanni. Haha, willkommen in meinem Geheimversteck. Hier wollte ich das Team Rocket wieder auferstehen lassen. Aber du hast mich schon wieder aufgespürt. Also gut, dieses Mal kenne ich keine Gnade. Ich, Giovanni, der größte aller Trainer, fordere Revanche. Oh. Und ich fordere viel Geld. Ein Rihorn. Auf Level 45, alle Achtung. Aber Flammenwurf gegen Stahl soll zumindest wenig bringen. Hat gereicht. Obwohl es nicht effektiv ist. Überhaupt nicht. Noch ein Rihorn. Och, nö. Nö. Dann machen wir gleich nochmal. Level 50. Du legst aber zu. Das wird jetzt nicht reichen, es sei denn, es ist ein Volltreffer. War kein Volltreffer und trotzdem? War doch nur 19 Level drüber. Ein Diktri. Ja, Pokémon wechseln. Ach, kann sich das Labras mal ein bisschen austoben. Oh, das ist so schön. Hat man es jemals vorne kämpfen? Oh, Diktri sieht aber gemeingefährlich aus mit dem Filter. Nein, du hast ja keinen Surfer, ich Vollidiot. Du hast aber Eisstrahl. Shit, aber Erdbeben magst du so gar nicht. Geht. Tschüss, Diktri, in 3 Runden. Das hat gereicht? Ich bin erstaunt. Lapras scheint mich echt zu mögen. Regentanz, nee, danke. Nee, brauchen wir nicht. Ja, nee, echt nicht. Nidoqueen, ja, dann Glurak hier, Spezialfähigkeit. Und diesmal wirklich die Spezialfähigkeit. Welches Level hast du? 44 nur, egal. Lohel-Kanonade. Sehr schön. Tschüss, Nidoqueen. Hätte mich jetzt echt irritiert, hätte die überlebt. Nidoking. Pokémon wechseln, weil Glurak muss ich eh aufladen. So, das ist Gift. Das ist giftig. Das ist vom Typ Gift und keine Ahnung, was für ein Typ noch. Weiß nicht, wie viel wir mit Eisstrahl ausrichten können. Wir könnten fliegen, aber dann vergiften wir uns wahrscheinlich. Eisstrahl. Vielleicht friert es ja ein und wir haben Glück. Oh, auch sehr effektiv. Wer hätte es gedacht? Ich auf keinen Fall. Sehr schön. Kam er nicht einmal zum Schuss? Ha! Der Kampf war hart, aber fair. Du hast gewonnen. Nimm bitte den Erdorden zum Zeichen meiner Anerkennung. Danke. Und 10.000 Kröten. Wow. Als Träger des Erdordens werden dir alle Pokémon jeglichen Levels gehorchen. Er stellt den Beweis deines Könnens als Pokémon-Trainer dar. Außerdem gewährt er dir den Zugang zur Pokémon-Liga. Nimm dieses Geschenk mit in dein Pokémon-Liga-Abenteuer. Keine Ahnung, was das für eine TM ist. Der hat hier nicht eine Attacke gemacht. Ah, Erdbeben. Okay, er hat eine Attacke gemacht. Eine sehr starke Attacke, die ein starkes Beben verursacht. Ich habe sie vor langer Zeit geschaffen, als ich hier noch Arenaleiter war. Du bist doch jetzt auch noch Arenaleiter. Was labert der Typ? So, raus mit uns. Hier gibt es nichts mehr für uns, außer zu wenig Geld. Ab in... Na, ich würde tatsächlich sagen, das reicht schon für die Episode. Ich sehe auf die Uhr. Ja, passt. Nächstes Mal treten wir dann die Reise zur Pokémon-Liga an. Weiß nicht, ob es reicht, um die zu besiegen. Wahrscheinlich nicht. Die Kämpfe werden ein bisschen ätzend. Dafür muss ich trainieren. Das tue ich wahrscheinlich jetzt in der Zwischenzeit vor der Siegestraße. Genau, und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal.